Da sind wir davon abgekommen. Wie ist mit Herrn Linz die Vereinbarung jetzt, volles Gehalt weiter oder gibt es eine Verhandlung über eine bestimmte Summe? Gibt es da irgendwelche Sachen schon, die Sie sagen können? Ich meine, die werden ja nicht über die ganze Zeit anderthalb Jahre oder noch zwei Männer bezahlen können. Also, erstmal muss ich sagen, dass das Gespräch sehr konstruktiv und professionell war, am Montag, am späten Nachmittag mit Paul Linz. Und denke auch, der normale, die normalen Gespräche innerhalb so einer Vertragskonstellation, da erzähle ich ja nichts Neues. Wir werden uns also auch in den nächsten Tagen und Wochen hinsetzen und müssen dann halt schauen, inwieweit wir den Vertrag im beiderseitigen Interesse dann weiterführen bzw. beenden können. Aber wichtig dabei ist immer, dass man sich ehrlich in die Augen schaut und auch später, sage ich mal, in Monaten oder Jahren später, sag ich mal, auch ohne Groll auseinandergeht. Das ist dabei eine Philosophie, die wir auch bei dem Vorgänger von Paul Linz umgesetzt haben. Das ist ein Anspruch an die Qualität und die Philosophie des Vereins. Und über Details kann ich da natürlich nichts sagen. Okay. Gibt es weitere Fragen? Heute Nachmittag 15:30 Uhr. Ja. Vielleicht nochmal die Zeit hin, dann werden Sie im Trainingsablauf was verändern, vielleicht freie Tage streichen oder irgendetwas in dieser Richtung, wenn Sie welche gegeben haben. Freie Tage? Ja. Ja, es gibt bestimmte Grundsätze oder Grundsachen, die ich mir überlegt habe, wo ich auch gucken muss, wie sie angenommen werden und so weiter. Also das ist auch ganz normal. Die würden ab nächste Woche aber erst greifen. Die einzige Änderung die Woche ist, dass ich von Freitagnachmittag auf Freitagvormittag gehe. Was aber auch organisatorische Gründe mit meiner Person zu tun haben, weil ich Freitag noch nach Berlin muss, habe da auch noch einiges zu organisieren. Das ist der einzigste Grund und ab nächste Woche gibt es einige Veränderungen, die ich aber natürlich erst mit der Mannschaft trotzdem besprechen möchte, bevor das jetzt alles in die Öffentlichkeit geht, was ich vorhabe, wie ich es vorhabe, was ich gerne verändern würde. Da bitte ich um Nachsicht halt. Sie werden dann in Magdeburg wohnen oder pendeln? Ich werde hauptsächlich in Magdeburg sein, natürlich. Ich werde auch nach Berlin fahren, das ist klar, aber wie gesagt, ich werde überwiegend hier sein und ich glaube, der Umfang zwischen Trainer und Spieler wird sich gewaltig ändern. So, und deswegen haben wir jetzt erstmal eine Lösung gefunden, hoffe ich. Ja. Gut, das heißt, ich habe eine Unterkunft und wie gesagt, das ist geregelt alles und von der war dann für alle, die mich auch brauchen, nicht ansprechen würden oder weiß ich was, sofort greifbar sein, falls ich mal das Telefon nicht sofort zur Hand habe, rufe ich auch zurück. Die Höflichkeit habe ich dann. Okay. Gibt es noch Fragen? Ja, so. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann bedanke ich mich für Ihr Kommen. Dem neuen Trainer wünsche ich viel Erfolg. Gleich einen Sieg am Sonntag im Pokalspiel, was für uns sehr wichtig ist. Und ich denke, für individuelle Fragen steht er weiterhin zur Verfügung. Dankeschön. Jetzt im Handel. Teil 4 der DVD-Reihe Magdeburg zur Schmalfilmzeit. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise in die 50er Jahre. Überwiegend unveröffentlichte, sehr persönliche Amateurfilme aus dieser Zeit zeigen Ihnen in 80 Minuten die Stadt und den Alltag jener Jahre. Die DVD erhalten Sie im Magdeburger Fachhandel, im Internet und natürlich bei uns, Eulenspiegel Multimedia in Magdeburg am Westring 14.